Hallo, herzlich willkommen zurück in dieser Küche, in einer Testküche, in der Küchen getestet werden. Wir filmen auf etwas, was sich ein Steadicam-Ding nennt, damit diese Bewegungen flüssig laufen können. Laufen sie flüssig? Das entscheidet ihr in den Kommentaren. Was auch in den Kommentaren ist oder in der Nähe davon, ist ein Abonnement-Button. Ich würde diesen drücken. Es ist sehr wichtig für alle von uns hier im Unternehmen, alle 435 Angestellten, dass dieses Ding hier weiterläuft, dass das Flagship-Projekt Sturmwaffe ein großer Erfolg wird für uns alle. Dankeschön. Ich werde jetzt anfangen mit den Tests. Ich als Dr. Professor Waffel muss sagen, es ist für mich persönlich eine Ehre, heute hier sein zu dürfen. Und ich habe 5 Sachen mitgebracht, Miguel. 5 an der Zahl. 5? 5 Stück, ja. Eine Hand. Eine Hand. 5 Finger. Stimmt. Ja, habe ich jetzt nicht verstanden, aber finde ich gut. Glaubst du, heute wird es dumm? Ja! Da bist du vollkommen richtig und es wird noch dümmer. Also dementsprechend schauen wir mal wieder, ob ihr euch was mitnehmen könnt hier raus oder wie so oft. Auch nicht. Also, folgendes Problem, Miguel. Ich bin ja ein großer Fan von Stabis, ne? Ja. Ich bin ja ein großer Stabmixer-Fan. So, jetzt nehmen wir uns mal hier so einen Stabmixer und dann machen wir doch mal da drauf ein, das da. Das hier als Ding machen wir jetzt hier drauf, ne? Mhm. So, bis dato. Ist okay. Alles okay, haben wir alles verstanden, ne? Oh. Dann, was machen wir damit noch? Das hier, ne? Die Rührschüssel. Klar, Rührschüssel. Aber jetzt haben wir folgendes Problem. Ich schlage hier oft Sachen auf. Unter, nieder, ne? Wir nehmen jetzt mal exemplarisch, nehmen wir mal Wasser, um dir zu zeigen, wie es geht. Jetzt wird's wild, Miguel. Du rührst Wasser. Jetzt wird's wild. Ich zeige jetzt erstmal, was passieren würde. Wir müssen natürlich von, weißt du, wir müssen ja den Leuten schon zeigen, was passiert. Du nimmst Wasser und dann machst du es da rein. So, ist ja ein knappes Ding, ne? Könnte jederzeit überschwappen oder bei jeder kleineren Bewegung, merkst du schon. Ist hier Wasser, Rückstände. Blöd. Du musst ja Sachen umrühren, ne? Ja. Miguel, da habe ich einen Trick. Jeder hat zu Hause Plastik. Pappteller. Pappteller. Was du machen kannst jetzt natürlich, ist einfach aus diesem Pappteller einen Spritzschutz, genau, zu machen, um dann den hier auflegen zu können. Und dann geht es nämlich einfach weiter. Nichts mehr schwappt über, nichts mehr kommt raus. Geil, oder? Ja. Schlecht ist nicht. Nein, das ist eine coole Idee. Aber ist doch ein ganz guter Hack, oder? Ja, voll. Oder? Ja, also du verschwendest okay. Halt nur so einen Teller, aber das kann einem ja egal sein. Mhm, von daher, ist okay, ist okay. Was würdest du geben? So ein so oder ein so oder ein so? So ein Mittelding. So ein Mittelding ist es, ne? Halt aber hilft schon. Ist. Ja, ist okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns doch beim zweiten wieder. Wenn das schon so gut war, es kann nur noch besser werden, oder? Ja. Mal wieder den Leuten geholfen. Freut mich. Tomaten, es ist schon wieder soweit. Es wird sehr tomatig, also ihr lernt hier schon wirklich wenig, aber hier lernt ihr jetzt was fürs Leben. Tomaten in Scheiben schneiden, Miguel, das große Mysterium. Mhm. Wie geht's am besten? Messer einfach schneiden. Richtig, so, genau. Aber natürlich habe ich auch wieder was mitgebracht, was wir testen können, Miguel. Und zwar, wir nehmen 2 Gabeln und machen jetzt Folgendes. Wir stechen die nebeneinander in die Tomate ein. So und so. Dann haben wir hier jetzt Gabeln in der Tomate, du hast vollkommen recht. Dann nimmst du den Messer und du willst jetzt Scheiben, zum Beispiel für einen Burger oder so, weißt du? Mhm. Du willst jetzt Scheiben, dann machst du nämlich hier außen, gehst du einfach mit deinem Messer durch und hast jetzt hier automatisch mit den Zwischenräumen der Gabel. Hey, das geht voll gut. Ja. Hey, krass. Hast du? Hey, gut. Einzelne Scheiben, Miguel. Guck, perfekt. Klar. Das ist eine coole Idee. Oder? Also, neben der Tatsache, dass man ein unfassbar scharfes Messer haben muss, damit das einigermaßen funktioniert, hat das doch perfekt funktioniert. Ist ein kurzes Ding für zwischendurch. Ist ein Daumen hoch, oder? Oder? Ich würde auch sagen, wenn das Messer scharf, der Koch glücklich. Okay. Kurzer, 3. Jetzt wird's interessant, Miguel. Jetzt wird's interessant. Jetzt kommt das Spiel mit dem Feuer. Oh, Feuer ist gut. Richtig. Das hier ist ja ein ganz normaler Beutel, ne? Mhm. Wenn du jetzt aber nicht diese coolen, ich nenne sie immer Oma-Tacker, zu Hause hast, mit denen du die Beutel verschließen kannst, dann steht es natürlich vor einem Problem. Aber was hat jeder zu Hause? Mülltüten. Mülltüten, richtig. Weil man erzeugt ja viel Müll. Und deswegen brauchst du? Mülltüten. Und du bist ein? Müllbeutel. Ich dachte Engländer jetzt, aber okay. Ah, okay, aber danke. Ja, Dankeschön. Weiß ich ja nicht. Engländer direkt Müll, okay. Nein, ich hab's verstanden. Müll. Ist okay, ich hab's verstanden. Ich dachte, das wäre der Witz, weil wir jetzt dann dieses Müllthema brechen. Ja. Engländer sind natürlich nicht Müll. Du hast jetzt nicht das Gerät so. Hast du jetzt nicht.
Nehmen wir jetzt mal Danas Room. So, du hast dann einfach ein paar, sagen wir mal, du hast einen Nusskuchen gemacht, typischer Miguel, Samstag, Date Night, it's always Date Night in Miguel's World. Und dann. Always Saturday. Dann hast du halt ein paar Nüsschen, ne? Wir haben jetzt hier Sonnenblumenkerne. So, Messer, Miguel. Messer? Hat auch jeder. Zu Hause. Wir haben hier eine leichte, so eine Plastiktüte, weißt du? Eine leichte, also die halt so ganz dünn ist. Denn wir brauchen jetzt, warte, Zauberei, ein Feuerzeug. Hammer. Weißt du, was wir damit jetzt machen müssen? Die Tüte anbrennen? Ah, nee. Das Messer erwärmen. Die Tüte anbrennen. Also ja, klar, wenn du die Tüte anbrennst, dann merkst du schon, zieht sich das halt ultra schnell zusammen. Und jetzt, stell mal vor, du erwärmst die Unterseite dieses Messers. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich will sagen, es liegt an mir. Ich mach's mal mit der Klinge. Vielleicht lag's auch daran, weißt du? Jetzt. Also das, was im Heck war, ist es dann noch so abgegangen. Na, jetzt da ist ein Loch jetzt drin. Aber guck. Zum Großteil. Ja, klappt. Das kotzt mich jetzt an, das sah cool aus, Mann. Würdest du sagen, Daumen hoch, meinst du, das wird funktionieren? Wir brauchen Flammenwerfer. Wir brauchen Flammenwerfer, ohne Witz, wir brauchen so einen Gasbrenner. Aber weißt du, wofür wir keinen Flammenwerfer brauchen? Für was denn? Für Nummer 4. Jetzt wird's geil. Es wird jetzt geil. Tatsache. Weinflasche, klares Ding, ne? Ja. Kennst du? Kenn ich. Wochenende, ganz klar. Machst du normalerweise, oh, jetzt ist wieder, das kennst du, das mag ich nicht an Weinflaschen, mich ganz ehrlich, dieses ganze, entweder hat man so ein Abziehding oder man hat es nicht. Hat das das jetzt? Nee, hat es nicht. Aber so voll easy. Warum machst du es so kompliziert? Nein. Warum? Wie ist es? Einfach den Rand umrum abschneiden und abziehen. Ganz easy. So, du hast jetzt wieder mal Besuch. Mhm. Wir gehen mal immer von dir aus, weil bei dir läuft am Wochenende. Bei mir ist eher so Arbeiten. Tendenziell so. Immer. Dann machst du das so auf, ne? Das ist ja langweilig. Und wie ich dich kenne, hast du keinen Korkenzieher bei dir zu Hause. Genau. Aber ich habe eine Bohrmaschine, weil du bohrst ziemlich viel. Weil es ja Wochenende ist. Mal Löcher in die Wand bohren, was aufhängen, mal dübeln, Dübel reinmachen, spreizen, Spreizdübel. Und was hast du noch zu Hause? Und immer an dir? Schrauben. Richtig, immer. Weil du weißt ja nie, wann du was aufhängen musst. Von daher, Miguel, kann ich dir nur sagen, wie wär's denn einfach, wenn wir diese Skills kombinieren und hier einfach mal vernünftig die Schraube reinbohren. So, ich muss noch ein bisschen tiefer, denn jetzt kommt erst der eigentliche Effekt. Und zwar nehmen wir uns jetzt eine handelsübliche Gable, können das hier einhaken und dann einfach. Boah. Das klappt. Oh, es klappt. Es klappt. Die arme Gabel, ey. Die ist Ciao. Die ist sowas von Ciao. Warum? Komm, gib alles. Ja, komm. Ja. Komm, noch ein bisschen. Es ist so unangenehm. Wir dürfen nicht aufgeben. Es tut richtig weh. Ich habe keine Haut an den Fingern, Miguel. Ich kann sowas nicht. Komm, zieh. Ja! Ja, also das ist jetzt eine Gabel weniger. Was ist wert? Guck mal, wie die Gabel aussieht jetzt. Die wird doch nicht mehr ernst genommen. Die müssen wir jetzt mal operieren gehen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich will das nicht machen, ich bin ganz ehrlich. Ich will das nicht machen, es ist so dumm, es ist wirklich so. Hallo Miguel. Hallo Freddy. Du hast ein Date und die sagt zu dir, wir brauchen eine Gurke. Schneid mal die Gurke. Aber in so schöne Spiralen, Miguel. Okay. Und dann hast du keinen, so coole Gadgets wie wir das haben, so einen Spiraldreher, weißt du, wo du es so durchdrehst und dann wird das so zu einer Spirale? Mhm. Hast du nicht. Also hast du safe. Hab ich auch nicht. Du hast aber so ein Ananas-Teil, ne? Genau. Ja. Aber so ein Quatsch hast du nicht. Pineapple ist gut. Ja, das stimmt. Pineapple ist gut. Für dich und für sie. So, was du aber immer zu Hause hast, weil ich weiß, du stehst drauf, ist natürlich eine Dose. Ja. Wir lassen jetzt mal kurz außer Acht, was es ist. Das war die einzige Dose, die es gab. Jetzt müssen wir erstmal hier oben, Miguel. Das Ding. Irgendwie ein komischer Sound. So, dann haben wir oben den Deckel entfernt. Problemlos. Pass auf, dass du dich nicht schneidest. Ich hatte so Angst um mein Leben gerade, ich schwöre. So, dann spielen wir noch mal ganz kurz aus. Und jetzt, Miguel, kommt der Trick des Lebens. Du nimmst dir die Rückseite
Und jetzt will ich auch alles richtig machen. Ich gucke es mir nochmal an. Ich habe es mir gerade schon dreimal angeguckt. Ich will es aber einfach nur, ich will es einfach nicht falsch machen können. Weißt du, was ich meine? Wir machen Folgendes. Wir gehen hier rein. Wir machen das hier. Bis zum Rand, weißt du? Mhm. Dann. Wow. Und dann machen wir hier. So, weil das ist ja unfassbar scharf, Miguel. Und jetzt rate mal, was der Effekt ist davon. Meine Augenbrauen schwitzen so sehr. Ich bin so unter Druck gerade, dass ich mich selber verletze. Das ist unfassbar. Zum Glück bin ich da, der das testet für euch. Guck jetzt. Warte, wir machen mal hier. Wir gehen mal. Könnten es auch einfach schneiden, aber das ist ja kein Spaß, ne? Jetzt machen wir mal so. Alles klar. Ein bisschen höher, ne? Es klappt, Miguel. Keine Sorge, es klappt. Es wird funktionieren. Dann drückst du es ja nach unten jetzt, ne? Ich hole eine Zange. Ich krieg das hin, Miguel, mir reicht's jetzt. Das ist halt, das liegt daran, dass das hier nicht richtig gebogen ist, weißt du? Es lag, war nämlich untergebogen. Also wie gesagt, du siehst, es ist super unkompliziert, Miguel. Oh. Oh. Ja, nee, das Ding ist weggebogen. Ja. Wir haben heute viele gute Küchengegenstände verloren. Ein Gedenken an die Gabel, an das verbrannte Messer, an die Dose. Shit, ey, meine Güte. Also, Leute, das ist eine geile Idee, aber irgendwie, nee. Ich glaube, vielleicht ist es auch zu weit reingesägt. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich finde, die Idee ist schon sehr kreativ. Oder? Würde ich auch sagen. Also derjenige, der da drauf gekommen ist? Dicker. Klack, klack, klack. Was ist los? Okay, also, ja, es sind kreative Vorschläge. Dankeschön, liebes, danke. Also, das ist schon, also, es ist ein Drama. Also, ich bin wirklich, ich bin mega angepisst. Ich bin froh, dass diese Weinflaschengeschichte nur eine Gabel gekostet hat. Wenn ich mir da noch was abgedingst hätte, das ist wirklich gut. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Digga, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Musst du rumlaufen und telefonieren? Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und tschüss. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lasst ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.